Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute unsere Reihe fortführen über die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir hatten in der letzten Woche uns mit den Ereignissen des ersten Jahres nach der Hijra bis zum Monat Sha'ban des zweiten Jahres nach der Hijra beschäftigt gehabt. Und wir haben aufgezeigt gehabt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser kurzen Zeit schon relativ viel getan hat. Auch in militärischer Hinsicht und um Friedensabkommen mit einigen der arabischen Stämme einzugehen, damit er Medina absichern kann. Also unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, direkt als er in Medina ankam, hat er sich nicht nur um innerpolitische Angelegenheiten gekümmert als Staatsmann. Er hatte jetzt eine Doppelfunktion als Prophet und als Staatsmann. Sondern unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich auch nach außen hin abgesichert, indem er einige Verträge mit arabischen Stämmen eingegangen ist, wie beispielsweise den Juhayna, den Banu Damra, den Khuza'a, den Rifar, den Aslam. Das sind alles arabische Stämme gewesen, mit denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dieser kurzen Zeit Friedensverträge eingegangen ist. Gleichzeitig hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nachdem es Übergriffe auf Medina gab, und nachdem die Mekkaner den Medinensern die Umra und den Tawaf um die Kaaba verboten haben und ihnen gedroht hatten, wie wir es in der Geschichte von Sa'd ibn Mu'ath mit Abu Jahl aufgezeigt hatten, als er nach Mekka ging und seinen aus der Jahiliyyah-Zeit Freund Umayyah ibn Khalaf besuchte und Abu Jahl daraufhin, als er Tawaf machen wollte, ihm drohte und ihm sagte, wärest du nicht unter der Obhut von Umayyah ibn Khalaf, dann hätte ich dich jetzt getötet. Woraufhin Sa'd ibn Mu'ath ihm klar machte, dass er das nicht auf sich beruhen lässt und, das ist ganz schön laut da oben, dass er das nicht auf sich beruhen lässt und dass er im Gegenzug dazu den Quraysh verbieten wird, dass ihre Karawanen an Medina und den Orten, wo die Medinenser dann auch herrschen, dann ihnen den Weg abschneiden wird. Akhawati, salam alaikum. أرجو الله يبارك فيكم بس إسكات الأطفال قليلا بارك الله فيكم أو الدخول في غرفة sehr sehr laut das ist ja nicht normal auch أكبر so Und aus diesem Grund hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es dann auch auf die Karawanen der Quraysh abgesehen. Ganz, ganz wichtig. Nur die Karawanen der Quraysh. Nicht so, wie es die Orientalisten behaupten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann angefangen hat, Wegelagerei zu betreiben. Nein, dann hätte er jede Karawane überfallen. Es ging nur um die Karawanen, die Handelskarawanen der Quraysh. Und der Grund war, die Quraysh hatten zuvor angegriffen gehabt, sie haben zuvor den Krieg erklärt gehabt und Nummer drei, und das ist ganz, ganz wichtig, sie haben
Gerade diese Karawanen, diese Handelskarawanen, schicken können aufgrund der Tatsache, dass sie das Vermögen der Muhajirun, der Muslime, der Auswanderer, konfisziert hatten, an sich gerissen hatten und sich jetzt damit bereichern wollten. Und deswegen ganz wichtig, wenn wir heute über die Schlacht von Badr sprechen werden, diese wichtigste Schlacht im frühen Islam überhaupt, diese entscheidende Schlacht, da wird es ja unter anderem um die Karawane von Abu Sufyan gehen. Und es wird überliefert, dass es die größte Karawane war, welche die Quraysh jemals nach Es-Scham geschickt hatten. Mit circa 1000 Kamelen. Das ist ein Vermögen, mehrere Millionen sind das. Und der Grund hierfür ist, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, هذه عير قريش, das ist die Karawane der Quraysh, فيها أموالهم, dort befinden sich ihre Vermögen, was eigentlich aber auch euer Vermögen ist, فخرجوا إليها, so geht dorthin, لعل الله ينفلكموها, auf dass ihr das dann auch bekommt. Als Nefel, das heißt als eine Beute, was aber in Wirklichkeit euer Vermögen ist. Ganz, ganz wichtig. Nicht so, wie es die Orientalisten darstellen, der Prophet ist plötzlich zu einem Räuber geworden, ja, Ali Baba und die 40 Räuber. Nein, ja, so etwas gab es nicht, sondern unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat reagiert und es herrschte ein offener Krieg zwischen den Quraysh und zwischen den Muslimen. Wie kam es jetzt nun ganz konkret zu der Schlacht von Badr? Und zwar, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ja immer wieder Leute ausgeschickt, sogenannte Augenspione, welche überprüfen sollten, ob die Quraysh Karawanen geschickt haben oder nicht. Damit sie diese Karawanen dann aufhalten können und überfallen können. Und immer wieder kamen Nachrichten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er schickte daraufhin eine sogenannte Sariya, wie wir es auch gesagt hatten. Sariya ist eine militärische Unternehmung ohne den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und als diese Karawane von Abu Sufyan, diese riesige Handelskarawane, auf dem Weg von Mekka nach Es-Scham gewesen war, wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie einholen, aber er hat sie verfehlt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war darauf bedacht gewesen, dass wenn diese Karawane zurückkehrt, dass er sie diesmal dann erwischen wird. Und er schickte wieder seine Leute aus, damit sie schauen, wann die Karawane kommt. Und jetzt kam die Nachricht. Die Karawane von Abu Sufyan ist auf dem Rückweg. Was machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er forderte von den Muslimen, dass sie sich sofort auf den Weg machen. Und zwar forderte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass jeder, der sein Reittier bei sich hat, sich mit ihm sofort auf den Weg machen soll. Aber er nannte nicht den Grund. Erst als sie auf dem Weg gewesen waren, nannte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Grund, den ich gerade erwähnt habe. Dort befindet sich das Vermögen der Quraysh. Vielleicht wird Allah subhanahu wa ta'ala es zu einer Beute für euch machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der erklärt, warum an dieser Schlacht nur ca. 317 oder 318 Leute teilgenommen haben. Warum viele der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei dieser Schlacht zurückgeblieben sind und sich nicht beteiligt haben. Der Grund war nicht gewesen, dass sie nicht mit wollten, sondern der Grund war gewesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefordert hat, dass jeder, der sein Reittier bei sich hat, sich sofort auf den Weg machen soll. Es kamen einige Gefährten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten, oh Gesandter Allahs, unser Kamel befindet sich im Norden von Medina. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir können nicht warten. Und er machte sich sofort auf den Weg.
Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ging davon aus, dass er eine Karawane angreifen wird, nicht auf eine Armee treffen wird. Die Muslime wollten etwas, aber Allah subhanahu wa ta'ala, er wollte etwas anderes, wie es auch Allah subhanahu wa ta'ala im Koran berichtet. Und zwar in Surat Al-Anfal. In Surat Al-Anfal sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. Als Allah euch versprochen hat, dass einem der beiden Gruppen euch gehört. إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. Und dann وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Aber ihr erhofftet euch, dass die, wo es keine Gegenwehr gibt, ja, für euch ist. Also sie wollten eigentlich die Karawane und haben sich auf die Karawane eingestellt. Aber Allah Ta'ala, er wollte etwas anderes, wie wir gleich noch sehen werden, insha'Allah Ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er machte sich also auf den Weg Richtung Badr. Er wollte der Karawane der Abu Sufyan entgegenkommen. Abu Sufyan ist aber ein kluger Mann gewesen. Und er hatte auch seine Leute gehabt. Und in dem Moment, wo er hörte, dass die Muslime auf dem Weg sind, um die Karawane anzugreifen, nahm er einen anderen Weg und er schickte jemanden nach Mekka voraus, der die Mekkaner warnen sollte. Und dieser, den er vorausschickte, war auch noch ein guter Schauspieler gewesen. Und zwar hieß dieser Mann Damdam ibn Amr al-Ghifari. Und Damdam, er kam nach Mekka und bevor er in Mekka einritt, hat er sich an der Nase verletzt, hat seine Kleidung zerrissen und hat dann angefangen zu schreien, rettet uns, oh Mekkaner, rettet uns, oh Mekkaner. Warum? Weil Mohammed die Karawane von Abu Sufyan, in der sich all eure Vermögensgüter befinden, angreifen möchte. Ganz wichtig. In dieser Karawane war wirklich das Vermögen der gesamten Quraysh vorhanden gewesen. Also hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Karawane auch wirklich überfallen können und das Vermögen, was darin ist, erbeuten können. Erbeuten ist ein doofes Wort. Ich mag dieses Wort im Deutschen. Es hört sich immer so an, als wäre er ein Räuber. Also mir fällt kein anderes, kein besseres Wort ein. Ja, hätten sie es sozusagen dann gewinnen können, dieses Vermögen für sich, was ja eigentlich ihr Vermögen gewesen war, dann hätten sie den Mekkanern wirtschaftlich gesehen einen großen Schaden zugefügt. Und zwar den gesamten Mekkanern. Aber nicht vergessen, sie konnten sich so bereichern, aufgrund der Tatsache, dass sie das ganze Vermögen der Muhajirun an sich genommen hatten. Und Damdam, er schrie dann herum und er sagte, Schande kommt über uns alle. Ein herber Schlag, al-Latima, al-Latima. Al-Mualukum ma'a Abu Sufyan, qad arada laha Muhammadun wa ashabu, la ara an tudrikuha, al-Ghawth, al-Ghawth. Ja, euer Vermögen, was mit Abu Sufyan ist. Ja, Muhammad und seine Gefährten versuchen es einzunehmen. Und ich glaube nicht, dass ihr es noch, dass ihr ihn noch einholen könnt. Al-Ghawth, al-Ghawth, die Rettung, die Rettung. Und in diesem Moment haben die Quraysh sich versammelt und sie haben sich direkt an die Waffen gemacht und sich zusammengeschlossen zu einer größeren Armee. Insgesamt waren es ca. 1300 Männer gewesen. 1300 Männer, welche zunächst erst einmal nur was wollten? Die Karawane von Abu Sufyan retten wollten. Wer stand dahinter unter anderem und wer hat versucht nochmal richtig zu hetzen? Nämlich Abu Jahl. Und Abu Jahl wird gerade bei dieser Sache noch einmal eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und sie dachten sich natürlich, wenn wir 1300 Männer sind, ja, mit Pferden, mit Waffen, ja, dann wird Muhammad uns nichts aussetzen können. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er hat dann auch nochmal darüber gesprochen, wie sie aufgetreten sind. Und zwar
sagte Allah subhanahu wa ta'ala, bataran wa ri'a'an nas, also hochmütig. Ja, sie wollten Augendienerei betreiben und sie machten sich auf den Weg. Aber auf dem Weg nach Badr, also in Richtung der Karawane von Abu Sufyan, kam nun die Nachricht, dass Abu Sufyans Karawane außer Gefahr ist. Abu Sufyan hat extra zu ihnen geschickt und gesagt, kehrt wieder zurück, unsere Karawane ist außer Gefahr, ich habe einen anderen Weg genommen. Die meisten wollten auch zurückkehren. Gerade auch die Weisen und die Klugen unter den Mekkanern haben gesagt, lasst uns wieder zurückkehren, die Angelegenheit ist erledigt. Mohammed konnte die Karawane nicht angreifen. Aber jetzt kommt der Shaitan. Der Shaitan, er versucht anzuheizen. Und es wird überliefert, dass der Shaitan auch die Gestalt eines Mannes angenommen hat. Nämlich die Gestalt von Suraqa ibn Malik. Und nochmal gesagt hat, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, egal was ist, mein Stamm der Banu Kinane, der wird euch beschützen und er steht an eurer Seite. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Und anstatt zurückzukehren und auf die Stimmen zu hören, welche sagen, die Karawane ist gerettet, wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen und es ging uns nur darum, die Karawane zu schützen, sagte Abu Jahl und mit ihm der Shaitan, nein, wir gehen weiter und wir werden bis nach Badr kommen. Was ist Badr? Badr ist ein Tal gewesen. Ein Tal, was schon etwas älter war, wo sich die Karawanen auch niederlassen konnten als eine Art Rastplatz. Circa 150 Kilometer südlich von Medina und circa 250 Kilometer nördlich von Mekka, also in der Mitte zwischen Medina und Mekka. Lasst uns nach Badr gehen und dort 3 Tage lang unsere Zelte aufschlagen und lasst uns dort dann die Kamele schlachten und essen und Wein trinken, sodass die Singsklavinnen für uns etwas vorsingen und alle Araber von uns hören. وَتَسْمَعُ بِنَا الْعَرَبُ وَبِمَسِيرِنَا وَجَمْعِنَا und alle Araber von uns hören, wie wir hinausmarschiert sind und über, von unserer Größe etwas hören. فَلَا يَزَالُونَ يَهَابُونَنَا أَبَدًا sodass sie immer Respekt vor uns haben werden. Shaitan. Ganz klar Shaitan. Es ging nur um eine Sache, es ging nur darum, anzugeben, zu prahlen mit der Stärke und der Größe, die man hat. Einige, wie gesagt, haben versucht, sich dagegen zu stellen. Und einer ist sogar zurückgekehrt, nämlich Al-Akhnas ibn Shariq mit seinem Stamm der Banu Zahra. Er kehrte zurück und er hörte nicht auf Abu Sufyan, sodass am Ende nur noch ca. 1000 Männer zurückgeblieben sind von den Quraysh. Und einige haben auch versucht, Abu Jahl zu überreden. Aber Abu Jahl, er schaffte es, die Leute anzuheizen. Und sie haben nicht auf ihn gehört. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er musste jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Die Karawane haben sie verpasst. Aber sie haben gehört, dass die Quraysh Richtung Badr marschieren. Was soll er jetzt tun? Soll er weiterziehen oder zurückkehren nach Medina? Wichtig ist, als Hintergrundinformation, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das hatten wir bereits erwähnt gehabt, aber nochmal zur Verdeutlichung, er hatte überhaupt keine Vorbereitungszeit gehabt. Als er gehört hat, dass die Karawane von Abu Sufyan an Medina vorbeimarschiert, hat er sofort von den Sahabe gefordert, sich auf den Weg zu machen, ohne jegliche Vorbereitung. Das heißt, sie hatten nur ihre leichten Waffen bei sich, ihre Schwerter. Sie waren in der Unterzahl, ein Drittel von der Anzahl der Quraysh. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte nicht einfach ohne vorher mit den Gefährten darüber zu beraten, Richtung Badr ziehen, sondern er wollte ihre Meinung. Er wollte sie nicht einfach dazu zwingen, weil sie ja freiwillig mit ihm gegangen sind. Und deswegen
sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu seinen Gefährten, Ashiru alayya ayyuhal qawm. Was ist eure Meinung, o mein Volk? Was sagt ihr dazu? Sollen wir jetzt Richtung Badr gehen und gegen eine Armee kämpfen, die in der Überzahl ist? Oder sollen wir zurückkehren? Die meisten dachten, es geht nur um eine Karawane. Sie wussten nicht, dass sie auf eine Armee treffen werden. Was sagte Al-Miqdad ibn Amr von den Muhajirin und mit ihm auch Leute wie Abu Bakr und Umar ibn Khattab radiallahu anhum? Al-Miqdad ibn Amr, er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er sprach für die Muhajirin, Ya Rasulallah, o Gesandte Allahs, Imdi lima araka Allah, fanahnu ma'ak. Geh, wohin Allah es dir gezeigt hat. Wir stehen an deiner Seite. Wallahi, bei Allah, la naqulu laka kama qalat banu Israel li Musa. Wir sagen zu dir nicht, oder wir werden zu dir nicht sagen, wie die Kinder Israels zu Musa sagten, اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. Ein Zitat aus dem Koran. Geh du und dein Herr, wir bleiben hier und sitzen und schauen, was geschehen wird. Sondern, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. Sondern geh du und dein Herr und kämpft. Wir werden mit euch sein. An eurer Seite kämpfen. فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ Weil bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandte, لَوْ سِرْتَ بِنَا إِلَى بَرْكِ الْغَمَادِ لَجَالَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَّى تَبْلُغَهُ Weil bei Allah würdest du ja, bis zu einem Ort gehen, der heißt Bark al-Ghamad, dann würden wir mit dir kämpfen, ja, bis wir diesen Ort erreichen oder vorher sterben. Was für Worte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich gefreut, dass die Sahabe so mutig und so motiviert waren. Sie wussten, dass die Aufgabe, die vor ihnen stand, eine fast unmögliche Aufgabe ist, zu bewältigen. Aber trotz alledem waren sie so fest überzeugt gewesen, und standen an der Seite des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er wollte nicht nur die Muhajirin hören, sondern wer war noch in seiner Truppe gewesen? Viele der Ansar. Es waren ungefähr 70 der Muhajirun, der Rest waren Ansar gewesen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, noch einmal, Ashiru alayya ayyuhal nas, sagt mir mal eure Meinung, ich will eure Meinung hören. Er hat doch gerade die Meinung gehört, aber die Ansar haben verstanden, ah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er meint uns. Woraufhin, wer das Wort ergriff? Einer der Anführer der Ansar, den wir auch gerade genannt hatten, nämlich Sa'd ibn Mu'ath, ein ganz besonderer Mann, der auch das Banner der Ansar in der Hand hielt. Und er stand auf und sagte, Wallahi ka'annaka turiduna ya Rasulallah. Oh, bei Allah, ich habe das Gefühl, oh Gesandter, dass du meinst uns. Woraufhin der Prophet sagte, Ajal, ja. Woraufhin Sa'd ibn Mu'az folgende Worte von sich gab. فَقَدْ آمَنَّا بِكَ فَصَدَّقْنَاكَ Wir haben an dich geglaubt und dich bestätigt. وَشَهِدْنَا أَنَّمَا جِئْتَ بِهِ هُوَ الْحَقِّ Und wir haben bezeugt, dass das, womit du gekommen bist, die Wahrheit ist. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَٰلِكَ عُهُودَنَا وَمَوَثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ Und wir haben dir unsere Versprechen gegeben. Und wir haben ganz klare auch Verträge mit dir gemacht, dass wir dir gehorchen wären in jeder Hinsicht. فَمْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَا أَرَدْ So geh, wohin du möchtest. فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ Weil bei dem, der dich mit der Wahrheit gesandt hat, لَوْ اسْتَعْرَضْتَ بِنَا هَذَا الْبَحْرِ فَخُطَّهُ لَخُطْنَاهُ مَعَكَ Würdest du mit uns durch dieses Meer gehen, und wahrscheinlich zeigt er auf das Rote Meer, also Richtung Rotes Meer, dann würden wir mit dir
in das Meer hineingehen. Allahu Akbar. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Nicht ein einziger Mann würde zurückbleiben. Wa ma nakrahu an talqa bina aduwwana ghadan. Und wir haben kein Problem damit, dass du auf unseren Feind morgen triffst. Inna lasuburun fil harb, sudukum fil liqa. Wir sind geduldig im Krieg und standhaft. Ja? Und wir sind wahrhaftig, wenn die Feinde aufeinandertreffen. Wala'allallaha yurika minna ma taqirru bihi aynuk. Und vielleicht wird Allah Ta'ala dir etwas von uns zeigen, was dich glücklich macht. Fasir bina ala barakatillah. So lass mit uns gemeinsam im Segen Allahs marschieren. Was für Worte! Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Worte hörte, war er überwältigt gewesen. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er kannte die Geschichte von Musa alaihi salam. Wie dieser Hadith aufzeigt, diese Geschichte musste schon vorher offenbart geworden sein. Er kannte die Geschichte von Musa alaihi salam. Und er wusste, wie die Kinder Israels mit ihren Propheten umgegangen sind. Und er wusste, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Anhänger eines Propheten auch wirklich in schwierigen Situationen an seiner Seite stehen. Aber als er das hörte, war er überwältigt gewesen. Und in diesem Moment sagte er zu den Sahaba, die mit ihm waren, Siru wa abshiru, marschiert und vernimmt frohe Botschaft. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. Weil Allah, er hat mir eine der beiden Gruppen versprochen. Welche Gruppen sind gemeint? Eine der beiden Gruppen versprochen. Was ist gemeint? Welche Gruppen sind gemeint? Hatten wir auch vorhin in dem Vers erwähnt gehabt, von Surat Al-Anfal. Einmal die Karawane oder die Quraysh selbst. Eine der beiden Gruppen wurde ihm versprochen. Wallahi, bei Allah, laka'anni al-ana anzuru ila masari'il qawm. Es ist für mich so, als könnte ich jetzt die Orte sehen, wo die Gefallenen und die Toten von den Quraysh liegen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es ihm wirklich gezeigt. Und er zeigte dann und sagte, dort wird Abu Jahl liegen und dort wird der liegen und dort wird der liegen. Das kann man sich vorstellen, die Sahabe hören das, was das in ihnen ausgelöst haben muss. Gewissheit, Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala, Motivation, Energie, Kraft. Sie wussten, obwohl sie in der Minderheit sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie nicht im Stich lassen wird. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala dann sie auch zum Sieg führen wird. Es gab jetzt zwei Leute, welche an der Schlacht nicht teilnehmen durften, weil sie zu klein gewesen waren. Wir hatten das letzte Mal auch erwähnt gehabt bei den vorherigen militärischen Unternehmungen, dass einige der Sahabe zu jung gewesen waren, unter 14 Jahren alt gewesen waren und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen verboten hat, daran teilzunehmen. Und ebenfalls hier, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, ja, war es Abdullah ibn Umar gewesen und noch einer der Sahabe. Aber es gab einen, der wollte unbedingt teilnehmen. Er war gerade 14 Jahre alt gewesen oder ein bisschen älter als 14. Es war der Bruder von Sa'd ibn Abi Waqqas, Umair ibn Abi Waqqas. Und er fing an zu weinen und er wollte unbedingt daran beteiligt sein. Er wollte unbedingt kämpfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überkam Mitleid. Also hier wird gesagt, dass er in diesem Moment 16 Jahre alt gewesen war und erlaubte ihm dann auch an der Schlacht von Badr teilzunehmen. Und er gehörte zu den wenigen von den Muslimen, es waren 14 Gefallene gewesen auf Seite der Muslime, 14 Märtyrer, welche dann auch in dieser Schlacht gefallen sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er machte sich jetzt auf dem Weg Richtung Badr. Auf dem Weg nach Badr hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder versucht, Informationen einzusammeln. Und sie kamen an einem Ort vorbei, der hieß As-Safra. Der hieß As-Safra. Dieser Ort heißt heute Al-Wasita. Es ist eine Stadt, die heißt Al-Wasita, auf dem Weg von Medina nach Badr. Circa 51 Kilometer entfernt vom heutigen Medina.
Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wollte unbedingt wissen, ja, wie groß die Armee der Quraysh ist und wo sie sich genau befinden. Und hier trafen sie auf einen Mann, einen älteren Mann, den sie befragten nach der Armee der Quraysh. Woraufhin er sagte, ich gebe euch erst dann Auskunft, wenn ihr mir sagt, woher ihr kommt. Woraufhin der Prophet sagte, okay, wir sagen es, aber erzähl du uns zuerst, wo die Quraysh sind oder was du weißt über die Quraysh und über die Truppen von Muhammad. Weil er sagte nicht, dass er selbst Muhammad ist. Das ist Kriegslist. Woraufhin dieser ältere Mann einwilligte und er ihnen dann auch sagte, wo sie sich befinden, an welchem Ort sie sich befinden, wie viele es sind und wo sich auch die Truppen von Muhammad, also die Muslimen, befinden. Und dann sagte der Mann zu ihm, und wer seid ihr und woher kommt ihr? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete, also die Frage auf Arabisch, mimman antuma, woher kommt ihr? Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der mit Abu Bakr as-Siddiq zusammen gewesen war, sagte, nahnu min ma, wir sind aus Wasser. Also, woher kommt ihr? Und er hat nicht gelogen, er hat ihm eine Antwort gegeben. Aber er hat ihm natürlich nicht die Antwort gegeben, die er hören wollte. Er sagte nur, wir sind von einem Wasser oder wir sind aus Wasser. Wir sind von einem Wasser oder wir sind aus Wasser. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat hier eine mehrdeutige Antwort gegeben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat in drei Situationen erlaubt zu lügen. Und er hat hier nicht einmal gelogen, ganz wichtig. Obwohl er eigentlich hätte lügen können, also was ganz anderes sagen können, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gelogen. Weil er as-Sadiq ist. Er ist as-Sadiq, der Ehrliche, der immer die Wahrheit sagt. Selbst in solch einer Situation hat er die Wahrheit gesagt. Nur er hat eine mehrdeutige Antwort gegeben. Aber in welchen Situationen ist es einem Muslim erlaubt, die Unwahrheit zu sagen? Nur in drei Situationen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns aufgezeigt hat. Einmal im Krieg, al-Harbu Khid'a. Krieg ist List, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Dann gegenüber meiner Ehefrau oder meinem Ehemann auch, ja, wenn ich ihm ein Kompliment mache, ja, wenn es nicht wirklich so ist und der Wahrheit entspricht, ja, dass ich sage, das Essen ist lecker, obwohl es vielleicht nicht so lecker war oder du siehst heute besonders gut aus, wo das vielleicht nicht gerade der Fall ist. Und der dritte Punkt ist welcher Punkt? Wenn zwei Leute miteinander verstritten sind, dass ich dann ebenfalls die Unwahrheit sagen darf. Das heißt, wenn der eine den anderen die ganze Zeit beschimpft hat in deiner Gegenwart, dass du nicht so doof bist und zu ihm gehst und sagst, guck mal, der hat das und jenes über dich gesagt. Das machen manche Leute, die denken, man muss ehrlich sein. Nein, in diesem Moment darfst du unehrlich sein. Du kannst sagen, er hat nur Gutes geredet. Er bereut es, obwohl er es überhaupt nicht bereut. Er hat sich die ganze Zeit verflucht, ja? Und hat die ganze Zeit geschimpft, die schlimmsten Ausdrücke verwendet. Aber um schlichten zu können, gehst du zu der anderen Person und wenn sie dich fragt, was hat er gesagt, erzählst du ihm nicht die Wahrheit, sondern du darfst lügen, du darfst sagen, ja, nein, nein, er hat nichts Schlimmes über dich gesagt und er hat sich sogar entschuldigt und es tut ihm eigentlich leid, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Ja, nur damit du die beiden Seiten zueinander bringen kannst, das ist in diesem Fall erlaubt. Und dann stellt euch mal vor, wenn jemand extra zu Leuten geht, die sich verstehen, um Zwietracht zu stiften, wie schlimm das ist. Möge Allah uns davor bewahren. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat uns vor was gewarnt? Er hat uns vor der Namime gewarnt. Was ist die Namime? Zwietracht stiften. Ich gehe zu dem einen und erzähle ihm etwas, ja, was ihn gegen den anderen aufhetzt. Und dann gehe ich zu dem anderen und erzähle ihm ebenfalls etwas, ja, sodass ich zwei Leute, die sich eigentlich gut verstanden haben, gegeneinander aufbringe. Eine der schlimmsten Sünden überhaupt. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat. Qattat, Namam. Ja? Ein Namam, jemand, der Zwietracht stiftet, immer wieder, wird nicht das Paradies betreten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und der Mann fragte dann, ja, aber von welchem Wasser seid ihr? Der Prophet meinte, wir sind aus Wasser, weil wir, Allah sagt im Koran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ. Und wir haben aus Wasser alles lebendig gemacht. Und er fragte, aus welchem Wasser, von welchem Wasser, von welchem See, von welchem Meer seid ihr? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihm keine weitere Antwort.
Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er schickte jetzt noch einige, damit sie Ausschau halten. Zu denen, die er schickte, gehörte Ali ibn Abi Talib, Az-Zubayr ibn Awam, Sa'd ibn Abi Waqqas mit einigen anderen. Und dann sind diese Vorspäher und diese Spione des Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Augen, sind dann schon in die Nähe von Badr gelangt. Und bei Badr, man muss sich das so vorstellen, Badr, ja, ist wie gesagt ein Ort, wo Karawanen Rast gemacht haben. Also was muss es dort geben? Wasser. Und es gab mehrere Brunnen, insgesamt 12 Brunnen. Und sie fanden dort zwei jüngere Männer vor, welche wahrscheinlich Sklaven gewesen waren und welche Wasser aus dem Brunnen schöpften. Und sie nahmen diese beiden und sie hatten ja immer noch die Hoffnung gehabt, dass sie eventuell doch auf die Karawane von Abu Sufyan stoßen. Und sie haben dann angefangen, sich zu befragen. Und sie haben gesagt, wir sind die Suqat der Quraysh, also wir sind die Tränker der Quraysh, also die dem Wasser bringen. Und dann haben sie angefangen, sie zu schlagen. Weil sie wollten eine andere Antwort hören. Welche Antwort wollten sie? Wir sind diejenigen, die der Karawane von Abu Sufyan Wasser bringen. Sie wollten unbedingt die Karawane. Sie hatten immer noch die Hoffnung, eventuell treffen wir auf einen leichten Feind. Weil eine Karawane ist zwar auch bewacht, aber eine Karawane ist nicht eine Armee, ist ein Unterschied. Und es wird überliefert, dass gerade mal 40 Leute diese riesen Karawane bewacht hatten. Also er hatte gerade schon mal 40 Soldaten bei sich, welche die Karawane begleitet haben. Das wäre ein leichtes Spiel für Muhammad sallallahu alaihi wasallam und für die Muslime gewesen, sie einzunehmen. Und sie haben angefangen, die beiden zu schlagen. Und dann irgendwann einmal, als sie nicht mehr konnten, haben sie dann gesagt, ja, okay, wir sind die beiden, sozusagen, wir bringen den Abu Sufyan zu trinken. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat das mitbekommen und er hat gesagt, was macht ihr da eigentlich? Als sie euch die Wahrheit gesagt haben, habt ihr sie geschlagen. Und als ihr von ihnen abgelassen habt, haben sie die Wahrheit gesagt, haben sie gelogen. Ja, sie sind wirklich diejenigen, welche den Quraysh zu trinken gebracht haben. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie, wie viele sind es? Also wie viele Männer sind bei den Quraysh? Und sie sagten, wir wissen es nicht, kennen die Anzahl nicht. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie viele Kamele schlachten sie, um zu essen? Und sie sagten, 9 bis 10. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihre Anzahl kannte und er sagte, es sind zwischen 900 und 1000 Männer. Zwischen 900 und 1000 Männer. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer ist denn unter ihnen? Und sie haben dann einige der wichtigen Männer der Quraysh aufgezählt. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. Das ist Mekka. Sie haben euch die wichtigsten, also die Leberstücke, damit was zum Ausdruck im Arabischen gebracht, die wichtigsten sozusagen Männer der Quraysh haben sie zu euch gebracht. Mekka hat die wichtigsten Männer zu euch gebracht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er zeigte daraufhin dann auf die Orte, wo die Gefallenen von den Quraysh dann liegen werden. Und wie der Überlieferer sagt, nach der Schlacht lagen die Leute wirklich dort, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam raufgezeigt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ganz wichtig, er kommt zuerst in Badr an. Badr ist ein Tal. Und es gibt zwei Anhöhen bei diesem Tal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er lässt sich zunächst erst einmal am Ende des Tales nieder. Da, wo der erste Brunnen ist. Einer der Sahabe, Al-Hubab ibn Munzir, er fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, dieser Ort, wo wir uns niedergelassen haben, ist das ein Ort, den Allah für dich bestimmt hat? أرأيت هذا المنزل منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه أو ولا نتأخر عنه, den wir weder überschreiten dürfen noch von ihm zurückbleiben dürfen.
Oder handelt es sich vielmehr um was? Um deine eigene Meinung und um Kriegslist? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er antwortete dem Hubab und sagte, nein, vielmehr handelt es sich um Kriegslist und meine eigene Meinung. Allahu Akbar, diese Sache, es geht gleich weiter, inshallah ta'ala, aber alleine diese Frage ist eine so unglaublich wichtige Frage, welche nochmal zeigt, was für ein tiefgründiges Verständnis die Sahaba hatten. Sie wussten, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist auf der einen Seite Prophet, bekommt seine Offenbarung. Und wenn er eine Offenbarung kommt, dann ist das für alle Muslime Gesetz, ein Gebot, woran sich alle halten müssen. Aber gleichzeitig ist er auch ein Mensch und hat in bestimmten Bereichen seine eigene Meinung, die nicht immer richtig sein muss. Und deswegen fragte er ihn und er traute sich zu fragen, nochmal ganz wichtig, allein dieses Vertrauen, was sie hatten in den Propheten zu Hause, dass sie wussten, er ist kein Tyrann, dass er nicht sauer sein wird oder wütend wird, wenn man ihm solch eine Frage stellt, wie kannst du es wagen, meine Frage oder meine Meinung in Frage zu stellen? Alles, was ich tue, ist richtig. Nein, unser Prophet, er hat ihm beigebracht, ich bin Prophet und wenn ich als Prophet etwas sage, dann bin ich unfehlbar. Aber sobald ich als Mensch etwas sage, kann ich auch Fehler machen. Subhanallah. Und daraus haben die Gelehrten etwas ganz, ganz Wichtiges entnommen. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, sie haben bestimmte Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam dahingehend überprüft, in welcher Eigenschaft er etwas gesagt hat. Hatte er etwas in seiner Eigenschaft als Prophet gesagt, dann ist es allgemeingültig für alle Muslime bis zum jüngsten Tag. Hat er etwas gesagt in seiner Eigenschaft als Richter, nicht als Prophet, dann bezieht sich dieses Urteil nur auf diesen Fall. Und ich muss schauen, ja, ob es Allgemeingültigkeit hat oder nicht, weil Gesetze und Urteile können sich ändern. Oder hat er etwas gesagt als Feldherr, was nur die Politik des 7. Jahrhunderts nach Christus betrifft, aber nicht sozusagen alle Zeiten betrifft, dann ist das nicht allgemeingültig, sondern nur für diesen einen Moment und für diese eine Situation. Oder hat er etwas als Politiker gesagt, was nur Medina im 7. Jahrhundert betrifft, ganz wichtig, dann ist das ebenfalls nicht allgemeingültig. Ein Beispiel, ganz wichtig. Ja? Wie beispielsweise der Prophet sallallahu alaihi wa sallam seine Nachfolge bestimmt hat. Er hat es offen gelassen. Er hat niemanden Konkretes bestimmt. Und hierin unterscheiden wir uns von den Schiiten. Weil die Schiiten sagen, die Nachfolge ist eine Offenbarung Gottes. Wir sagen, nein, die Nachfolge des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist dem Menschen selbst überlassen. Das ist der eigentliche Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten. Sie sagen, das ist göttlich bestimmt. Und zwar beschränkt auf die Familie des Propheten, ganz konkret in der Linie von Ali ibn Abi Talib über Al-Hassan und dann Al-Hussein und seine Nachkommenschaft. Und es beschränkt sich auf 12 bei den 12 Imam-Schiiten. Und wir warten auf den 12. Imam, weil er sich in der Verborgenheit befindet. Das ist der Unterschied. Wir Sunniten sagen, nein, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat nie die Nachfolge als eine göttliche Offenbarung angesehen, sondern er hat es den Menschen überlassen, das selbst zu bestimmen. Und deswegen hat er nicht einmal gesagt, Abu Bakr muss der Nachfolger sein. Er hat Hinweise gegeben, dass er der geeignetste ist unter den Muslimen. Er hat ihn vorbeten lassen. Er hat gesagt, er ist der Beste unter euch. Aber er hat es nicht zur Pflicht gemacht, zu einer religiösen Pflicht. Und genau so haben es die Sahaba auch gehandhabt, insbesondere die ersten 4 rechtgeleiteten Kalifen, bis Muawiyah ibn Abi Sufyan dann die Monarchie im Islam eingeführt hat. Ganz wichtig, weil die Sahaba wussten, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat hier nicht als Prophet gehandelt, sondern er hat einfach dann die Verantwortung dann übergeben, sodass die Muslime selbst entscheiden sollen.
Ganz, ganz wichtige Aspekte in dieser Frage. Und auf jeden Fall meinte dann Al-Hubab ibn Munzir zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: Ja, Rasulallah, o Gesandter Allah, schau mal, er traut sich das. Weil er wusste, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er akzeptiert die andere Meinung. Er befolgt nur das, was Allah von ihm verlangt hat. Wa shawirhum fil amr. Und berate mit ihnen in der Angelegenheit. Ja, Rasulallah, o Gesandter Allahs, fa inna hadha laysa bi manzil. Das ist kein richtiger Ort, an dem wir uns niederlassen sollten. Fanhat bin nasi hatta na'ti adna ma'in min al-qaum. Steh auf, lass uns zu dem Brunnen gehen, der am nächsten zu den Quraysh ist. Fanunzilahu wa nughawwira ma wara'ahu min al-qulab, min al-abar. So dass wir uns dort niederlassen und alle anderen Brunnen was machen? Versiegen lassen. So dass kein Wasser mehr da ist für sie, sondern nur für uns. ثم نبني عليه حوضا فنملأه ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. Wir haben dann sozusagen unser eigenes Becken, ja? Wir haben Wasser, aber sie haben kein Wasser. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte: لقد أشرت بالرأي. Du hast eine gute Meinung. Das ist eine gute Meinung. Und er hat sich daran gehalten, sallallahu alaihi wasallam. Wie wichtig ist das für uns heutzutage? Ich bin Vorsitzender einer Gemeinde, verantwortlich. Es gibt manche Leute, die glauben, sie wären Propheten. Die leiten eine Moschee oder irgendetwas, einen Verein und lassen nicht zu, dass irgendjemand mit einer neuen Meinung kommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war Prophet und er hat Meinung akzeptiert. Als Feldherr, das kommt nochmal hinzu. Wir wissen, wie es ist in der Armee. In der Armee dürfen einfache Soldaten nicht mitreden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat einfach die Meinung eines normalen Soldaten akzeptiert und angenommen. Es zeigt noch einmal, wie sehr der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Worte Allahs verinnerlicht hat. Es gibt viele Menschen, die bereit sind zu beten, wenn Allah von ihnen verlangt zu beten. Die Hajj machen, wenn Allah von ihnen verlangt, die Hajj zu machen. Aber die ein großes Problem damit haben, bescheiden zu sein, wenn Allah von ihnen verlangt, bescheiden zu sein. Es gibt viele Menschen, die haben Probleme mit Eigenschaften. Die schaffen das nicht. Die machen alles, aber nicht das, was ihnen wehtut. Und unser Prophet hat alles umgesetzt. Alles, was Allah von ihm verlangt hat. Er soll sich beraten lassen, er hat sich von dem Kleinsten in seiner Truppe beraten lassen. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Und jetzt haben die Muslime ihren Standort eingenommen. Wie geht es jetzt weiter? Wie beginnt jetzt der Kampf und wie geht der Kampf aus? Das werden wir heute nicht mehr schaffen. Ich habe es versucht, aber es ging nicht. Wir müssen die Schlacht von Badr in zwei Teile teilen. Ja? Und deswegen werden wir insha'Allah ta'ala genau an dieser Stelle erstmal eine Pause machen für heute und nächste Woche bi'iznillahi azza wa jal dann aufzeigen, wie sich jetzt die Truppen gegenüberstanden, wie es zum Kampf kam und wie dieser Kampf ausgegangen ist. Insha'Allah ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر